Der Himmelsturm. Der Welt ihren Platz zu geben, schufen die Elfen einen Turm. Viele gaben hin ihr Leben, kamen um als den Sturm. Seit dieser alten Tage hängt nun unsere Welt, vom Himmelsturm getragen, ganz fest am Himmelszelt. Und in den tiefsten Tiefen schufen sie ein prächtiges Tor. Nach ihren Göttern riefen nun die Elfen laut davor. Vier kamen an diesem Ort, nahmen sich den Reinen an. Die Sündigen schickten sie fort und sie sprachen einen Bann. Die Verstoßenen zogen gen Süden aus dem Eis, ums Paradies betrogen, das der Sünde preis. Mein Volk kennt ein ähnliches Lied, es handelt auch vom Himmelsturm. Unsere stolzen Ahnen entfachten den Himmelsturm, nur wenige entkamen aus ihrem verfluchten Turm. Sie wollten wie die Götter sein, doch diese straften sie dafür, sendeten Hass und Pein durch eine Botin des großen Pyr. So bekriegten sich die Brüder, aus ihrer Liebe wurde Zorn. Einer schlug den anderen nieder, die alten Elfen waren verloren. Zu viele mussten sterben, und die doch entkamen, wir sind ihre Erben, sie gaben uns den Namen. Mit meinen Gefährten bin ich einst ausgezogen, um den Himmelsturm zu finden. Doch wir sind gescheitert. Aber ihr vermögt es zu schaffen. Deswegen möchte ich euch, Asleif, Nordhistrien überreichen. Sie wird euch den Weg zum Himmelsturm weisen. Mutter Galandel zog eine bernsteinfarbene Kugel heraus, aus deren Inneren ein beständiges Glühen drang. Dann übergab sie den Stein vorsichtig an Phileasson, den mit einem dankenden Nicken entgegennahm. Nurtis Träne. Gut, dass ihr euch alle hier eingefunden habt. Ich habe mir jetzt schon seit einiger Zeit den Kopf zerbrochen. Ihr wisst, dass unser nächstes Ziel der Himmelsturm sein wird. Und auch, dass ich nur eine Handvoll von unserer Crew mit mir zu dieser Erkundung nehmen werde. Raluf, Inu, Shaya, Krotet und Ohm Volker werden mich auf jeden Fall begleiten. Aber bei euch bin ich mir leider unsicher. Der Torwaller hatte seinen Blick nachdenklich auf die kleine Gruppe gerichtet. Seti, Estelle, Samantha und Saphiril, die nur mit leicht beschämtem, leicht erwartendem Ausdruck auf dem Gesicht zu ihm aufblickten. Eure Fähigkeiten sprechen für euch und ich vertraue euch. Aber eure Streitereien machen mir Sorgen. Sicher. Wir haben uns gerade von unserer besten Seite gezeigt. Ja, wir könnten die Mission in Gefahr bringen. Das ist nicht das, wovor ich Angst habe. Obwohl Angst vielleicht das falsche Wort ist. Ich habe Sorge, dass ihr euch durch eure Streitereien selbst in Gefahr bringt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich für jeden meiner Freunde mein Leben geben würde. Egal, wie sehr wir uns gestritten haben. Aber kannst du das auch garantieren? Nicht wirklich, oder? Aber lasst mich nur noch ein wenig darüber nachdenken. Letztendlich überwand Phileasson seine Zweifel und entschied sich für die kleine Truppe. Und nun hieß es Abschied nehmen. Seti nahm den kleinen Yeti noch ein letztes Mal auf den Arm und drückte ihn liebevoll, während Saphiril sich an eines der beiden kleinen Mammut schmiegte. Auch Sam tat sich schwer, ihren kleinen Mammutfreund zurückzulassen. Estelle trat währenddessen zu dem Leitbullen heran, umarmte ihn kurz, woraufhin dieser ihm mit dem Rüssel durch die Haare wuschelte. Nur kurze Zeit später wurden die Tiere auf dem Schiff nach Torwall verladen und auch Asleifs kleine Gruppe machte sich langsam auf den Weg. 2 Tage waren sie mit dem Eissegler unterwegs, ehe sie eine Felsnadel mitten in der Eisebene erreichten. Mutter Galandel hatte sie angewiesen, diese Felsnadel zu finden und zu erklimmen. Die ungleiche Gruppe begann mit dem Aufstieg, auf der fast vollkommen zerstörten Treppe. Alles war vereist und rutschig, sodass jeder Griff planvoll gesetzt werden musste, wenn man nicht in die Tiefe stürzen wollte. Plötzlich rutschten Seti, Sam und Estelle ab,
als sich ein kleiner Felsen unter ihrem Tritt gelöst hatte. Ihr Sturz endete jedoch in einer kleinen Felsspalte. Sofort sprang Saphirie zurück und entdeckte ihre Gefährten, alle nebeneinander in der Felsspalte feststecken. Was macht ihr denn da? Ach, wir hängen nur ein bisschen rum. Mit ein bisschen Geduld und Raffinesse gelang es den dreien schließlich, sich aus der Spalte zu befreien und bis zum Plateau emporzuklettern. Wahnsinn! Was ist das hier? Auf dem Plateau standen 4 Statuen, um einen großen Altar verteilt, in dessen Mitte sich eine kleine Kuhle befand. Saphirie schritt langsam, beinahe wie in Trance, auf eine der Statuen zu, die eine Elfe zeigte, die ständig im Wandel war. Mal trug sie knöchellange, fließende Kleider, dann wieder etwas, das kaum ihre Blöße verdeckte. Die alten Götter. Das ist Nunurti und das da ist Sersal. Davon ist Pyr und schließlich Urima. Nacheinander deutete sie auf eine Statue, die aus schwarzem Stein gemeißelt war und eine Frau mit Luchskopf zeigte. Dann auf einen roten Drachen und schließlich die Statue einer Elfe mit verbundenen Augen. Alle diese Statuen waren mit Edelsteinen verziert, und einen Moment schien Estelle wirklich mit sich zu ringen, besann sich dann aber eines Besseren. Asleif löste sich aus der Gruppe heraus, streifte einen seiner goldenen Armreifen ab und platzierte ihn auf dem Altar, bevor er Raluf bedeutete, das Zelt aufzuschlagen, das dieser den ganzen Weg über getragen hatte. Jetzt müssen wir warten. Es wird sich uns hier offenbaren, was wir mit Nurtis Träne machen müssen. Schon bei Sonnenaufgang waren die Gefährten auf den Beinen. Die Sonne stieg stetig am Himmel empor und ihre Strahlen trafen auf die Elfenstatuen. 4 Strahlen brachen auf einmal aus ihnen hervor, die sich alle über dem Altar kreuzten. So ist das also. Vorsichtig trat Phileason näher an den Altar heran und bettete Nurtis Träne in der kleinen Kuhle auf dessen Oberfläche. Plötzlich schoss ein gebündelter Strahl daraus hervor, der sich in Richtung Nord-Nordost erstreckte. Das Grab im Eis. Einen Tag lang waren die Gefährten nun dem Lichtstrahl gefolgt, bis sie auf ein seltsames Gebilde, das aus Eisblöcken errichtet worden war, gestoßen waren. Der Schnee um dieses Gebäude war geschmolzen, und das Tor, das sonst den Weg in das Innere verbarg, stand halb offen. Das Tor ist mit Gewalt geöffnet worden. Aber warum? Ich meine, was ist das hier für ein Ort? Ich weiß es nicht, aber wir können es herausfinden. Vorsichtig betraten sie das seltsame Bauwerk und gelangten in einen Raum, an dessen Wände verschiedene Malereien zu sehen waren, die jedoch schon so verwittert waren, dass sie keinen Sinn mehr zu ergeben schienen. Überall im Raum waren Eissäulen zu sehen, die vom Boden bis hinauf zur Decke reichten. Eine davon umschloss sogar ein ganzes Schreibpult. Hier ist ja alles gefroren. Wahnsinn. Wirklich. Alles eingefroren. Seht ihr das? Da auf dem Schreibpult. Das ist ein Buch. Da kommen wir aber niemals dran. Guck doch mal, wie dick diese Eissäule ist. Aber von hier kann ich auch nicht lesen, was dort steht. Dann lasst uns weitergehen. Es bringt doch nichts, diese Säule weiterhin so anzustarren. Als sie erkannten, dass sie nicht an das Buch gelangen konnten, entschieden sie sich, die Treppe hinab in den nächsten Raum zu nehmen. Die Beschaffenheit der Wände um sie herum veränderte sich. Schwarzes Eis, durchzogen von Edelsteinen und kleinen Löchern, umschloss sie nun. Wie schon der Raum davor, war auch dieser von Eissäulen gespickt. Nur, dass in diesen zusätzlich 4 Altäre standen.
Was ist das denn hier? Es sieht aus wie eine Abbildung von Faxens Hort. Findet ihr nicht? Aber es sind keine wirklichen Sternenbilder zu erkennen. Das kann es also nicht sein. Es ist aus schwarzem Eis gefertigt. Ich habe noch nie schwarzes Eis gesehen. Ich auch nicht. Ist das denn wirklich... Erschrocken taumelte Seti zurück und deutete auf die Leiche eines Elfen, die an eine Wand des Raumes gelehnt saß. Der ganze Körper des Elfen war von Eissperren durchbohrt worden. Seine Kleidung, auf der das Symbol einer geflügelten Sonne zu sehen war, war fast vollkommen mit Blut getränkt. Ich denke, der ist tot. So einen Elfen habe ich noch nie zuvor gesehen. Obwohl er Ähnlichkeit mit den Firnelfen hat, wie ihr sie nennt. Aber wie konnte das hier passieren? Ich meine, wo kamen die Eissperre her? Da! Seht ihr die feinen Lichtstrahlen, die sich durch den ganzen Raum ziehen? Heißt das etwa... Ich denke schon. Es ist so etwas wie ein Sicherheitsmechanismus. Wird einer der Strahlen unterbrochen, der zwischen den Edelsteinen steht, wird die Falle aktiviert. Und aus den Löchern schießen die Eissperre. Eine tödliche Falle, in die wir beinahe hineingetappt wären. Geht ihr jetzt weiter? Ihr steht mitten in der Tür rum und wir kommen nicht rein. Macht mal Platz. Ich schau mir das jetzt mal an. Nein! Wow, ist ja gut. Was ist denn? Wir dürfen diese Lichtstrahlen nicht berühren. Sonst ergeht es uns wie diesem Elfen hier. Oh, und was jetzt? Seti, meinst du kannst zwischen den Strahlen her? Du bist doch sowas wie ein Akrobat. Naja, ich könnte es versuchen. Seti, in seiner Profession als Tänzer, schaffte es sich elegant zwischen den Strahlen hindurch zu bewegen, ohne einen von ihnen zu berühren. Er umrundete eine Eissäule, um sich einen der Altäre näher anzusehen, und verschwand so aus der Sicht seiner Gefährten. Seti? Seti, ist alles in Ordnung? Ist dir was passiert? Sag doch was. Es ist nichts passiert! Der junge Thulamide versuchte, seinen Atem zu beruhigen. Als er die Säule umrundet hatte, hatte er direkt in das vereiste Antlitz eines weiteren Elfen geblickt, der wohl versucht hatte, den Altar, der den Drachen Pyr zeigte, zu zerstören. Hier ist auch einer von diesen Elfen. Er trägt auch dieses Symbol. Er wollte wohl den Altar zerstören. Dann schubst ihn auf den Altar. Was? Warum? Vielleicht passiert dann ja was. Seti seufzte. Seine Freunde hatten gut reden, da sie nicht in unmittelbarer Schusslinie standen, so wie er. Schließlich rang er sich aber dazu durch, Estelles Vorschlag zu folgen. Er versetzte dem Elfen einen Schubs. Dieser stürzte auf den Altar und zersplitterte in 1000 Teile. Eissperre schossen aus den Wänden, doch Seti warf sich auf den Boden, sodass die meisten Geschosse ihn verfehlten. Seti? Immer noch nichts passiert! Komm lieber wieder zu uns zurück. Er tat wie ihm geheißen. Er rappelte sich vorsichtig wieder auf und begann seinen Rückweg. Doch durch eines der Bruchstücke des Elfen kam er ins Straucheln und stürzte. Direkt in einen der Lichtstrahlen. Alle hielten den Atem an. Hä? Kann ich die Augen wieder raufmachen? Bin ich schon tot? Da sind gar keine Eissperre mehr. Vielleicht ist ihnen die Munition ausgegangen. Oder sie haben erkannt, dass wir nicht in feindlicher Absicht hier sind. Wie dem auch sei. Das heißt doch, wir können uns nun ein wenig hier umsehen. Auf den Altären sind wieder die gleichen Figuren abgebildet wie bei den Statuen. Ja, die alten Götter. Aber was mich nachdenklich stimmt, ist dieses Symbol, das die beiden Elfen tragen. Ich habe es schon einmal gesehen. Wo denn? Auf der Felsnadel, in der Nacht, die wir dort verbracht haben. Ich konnte sehen, wie die Felsnadel erschaffen wurde und ein Rennen zwischen zwei Seglern. Einer trug dieses Sonnensymbol auf dem Segel. Danach habe ich gesehen, wie eine Elfe nur die Steine genommen hat. Seltsam. Vielleicht finden wir hier noch etwas mehr heraus. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Das glaube ich nicht. So eine Sicherheitsvorkehrung trifft man nicht, wenn hier gar nichts wäre. Sondern wenn es ihr etwas gibt, was man vor jemandem schützen will. Na, du musst es ja wissen. Was soll das denn heißen? Ich bin immer noch Tagelöhn. Sicher. Estelle begann nach diesem kleinen Wortwechsel, sich an der Wand entlang zu tasten, während die anderen sich etwas ratlos im Raum umsahen. Schließlich spürte er eine kleine Unebenheit und löste so einen Mechanismus aus, der eine Tür aufschwingen ließ. Volltreffer! Der Raum hinter der Tür war größer als die zuvor
und an einer Seite abgerundet. An dieser abgerundeten Seite, die dem Eingang gegenüber lag, befanden sich unzählige Glasscheiben. Doch die Wand daneben zog die Aufmerksamkeit der Gefährten auf sich. Dort standen Dutzende Throne aufgereiht, auf denen jeweils ein toter Elf saß. Junge und Alte, Männer und Frauen. Nichts wies darauf hin, dass sie schon vor Jahrhunderten ihren Tod gefunden hatten. So viele Tote. Das Ganze hier scheint ein Grab zu sein. Sieht ganz danach aus. Aber warum sind sie auf Throne gesetzt worden? Und warum sehen sie nicht wirklich tot aus? Ich meine, das muss schon länger her sein, oder? Das Eis hat sie anscheinend gut konserviert. Wie lange sie wohl schon hier sind? Langsam wandten sich die Gefährten von den Thronen ab und blickten nun auf den schlanken Eissegler, der in der Mitte des Raumes stand. Auf diesem Eissegler lag ein weiterer Elf, schmuckvoll aufgebahrt. In seinen Händen hielt er ein Meisterwerk der Schmiedekunst, eine azurblaue Klinge, und an der Seite standen noch ein wundervoll gearbeiteter Jagdbogen und ein Schild. Wer ist das denn? Zumindest scheint er einen hohen Rang gehabt zu haben. Ja, sonst würde man nicht so prachtvoll aufgebahrt werden. Mich würde wirklich brennend interessieren, was hier geschehen ist. Sein Bruder wagte vom Himmelssturm den Himmelssturm. Was? Da steht hier, auf dieser Schrifttafel. Sein Bruder wagte vom Himmelssturm den Himmelssturm. Uns alle traf dafür der Fluch der Götter. Die Herzen derer, die hier liegen, sind zu Eis geworden. Doch haben sie das Glück, in Cersei eingegangen zu sein und nicht mehr weiterleben zu müssen, wie die, die ihre Herzen dem Kult des leuchtenden Geistes geopfert haben. Der Kult des leuchtenden Geistes? Was bedeutet das? Hat das etwas mit diesen Elfen da draußen zu tun? Die mit dem Symbol... Was ist denn los, Inu? Bauchen. Nicht gehört. Klinge nur angefasst. Was? Einfach angefasst und dann... Irgendetwas scheint über diesen Ort zu wachen. Und ehrlich gesagt möchte ich nicht rausfinden, was... Vielleicht geben uns die Glasscherbenblenden ja noch mehr über diesen Ort preis. Nachdem sie sich noch einmal an Deck des Eisseglers umgesehen hatten, führten ihre Schritte sie zu den seltsamen Glasscheiben am Ende des halbkuppelförmigen Saales. Die Scheiben stellten sich jedoch schon bald als Schubladen heraus. Ceti zog an einer von ihnen und im Inneren lag der Körper eines Elfen, der ihn aus geöffneten Augen anblickte. Auch in den anderen Schubladen das Gleiche. Sobald die Schubladen geöffnet wurden, öffneten die Elfen ihre Augen, obwohl sie tot waren. Ob sie wohl keine Ruhe finden können? Ihnen ist sicherlich etwas Schreckliches widerfahren. Aber was nur? Ich meine, hier liegen sogar Kinder. Dieser Ort erfüllt mich mit Trauer. Hey, seht euch mal das an! Sie folgten dem Ruf ihres Captains und fanden sich vor einer Reihe von Gemälden wieder. Eingehend betrachteten die Gefährten die sorgsam gemalten Bilder. Auf dem ersten waren Gärten und Paläste zu sehen, ebenso wie ein Ratssaal von wohl elfischer Bauart. Dann war eine Regatta zu sehen, an der der Eissegler aus diesem Saal beteiligt war, und ein etwas größerer, der das Symbol der geflügelten Sonne trug. Auf dem nächsten Gemälde konnte man einen Elfen sehen, der dem Toten auf der Bahre ähnelte, wie dieser eine Elfe kennenlernte. Diese Elfe war auf der nächsten Malerei in ein Gewand mit der geflügelten Sonne gehüllt. Der Bau eines unterirdischen Tempels folgte. Und dann erkannte man, wie die beiden Elfen gefangen genommen wurden. Das nächste Bild zeigte, wie die Elfe an der Spitze einer Schar Bewaffneter in den Ratssaal stürmte. Eine Schlacht entbrannte, in der sich schwebende Eissegler verfolgten. Erst das Erscheinen eines Drachen konnte diesen Kampf beenden, indem er die Krieger der geflügelten Sonne vertrieb. Ein weiteres Bild zeigte den Bau des Grabhügels, in dem sie sich gerade befanden, und dann, wie jene Gruppe von Elfen, die das Grab gebaut hatte, gen Süden zog. Dann waren dort die Elfen zu sehen, die sie in den Raum zuvor tot aufgefunden hatten, die Eindringlinge mit dem Sonnensymbol. Nun fiel der Blick der Gefährten auf das letzte Bild. Es zeigte sie. Das sind ja wir! Sehen meine Haare wirklich so schrecklich aus? Ja, allerdings. Naja, ich denke, wir sollten heute Nacht hier bleiben. In einem Grab? Immerhin ist es wärmer als draußen.
Der Ratssaal. 3 Tage waren seit dem Fund des Grabes vergangen, in denen die Gefährten auf ihrem Eissegler weitergereist waren. Nichts war bis zum heutigen Tage geschehen. Doch plötzlich ging ein Ruck durch den Eissegler und seine Kufen begannen sich langsam vom Boden abzuheben. Wir schweben. Wahnsinn! Sie schwebten bereits viele Schritt über dem Boden. Um sie herum trieben Fässer, Pfeile und andere Gegenstände, die stark an Treibgut erinnerten. Und in einigen Meilen Entfernung konnten sie einen flammenförmigen Felsen erkennen. Sie hatten ihr Ziel beinahe erreicht. Vorerst standen sie jedoch vor dem Problem, auf dem schwebenden Segler das Gleichgewicht zu halten. Okay, versuchen wir uns ruhig zu verhalten. Das ist so wackelig. Allerdings, uah. Estelle. Das Boot, es kippt. Estelle hatte das Gleichgewicht verloren, stolperte und fiel gegen die Bordwand. Erst sah es so aus, als wäre nichts passiert. Doch dann neigte sich der Segler langsam zur Seite und kippte. Ein Aufschrei ging durch die Mannschaft, als sie aus dem Boot fielen. Doch der Sturz blieb aus. Verwundert blinzelten sie und bemerkten, dass sie schwebten. Das ist toll, wir schweben. Aber umso tiefer können wir fallen. Schau einfach nicht nach unten. Und wie sollen wir jetzt vorwärts kommen? Laufen funktioniert schon mal nicht. Aber schwimmen, schaut her! Mit paddelnden Bewegungen und Schwimmzügen brachte die kleine Gruppe sich vorwärts. Immer näher kamen sie an den Himmelsturm heran und nach einiger Zeit erreichten sie eine weitläufige Terrasse. Von dort führten 3 Tore ins Innere des Turmes. Sie betraten einen geräumigen Raum, in dem sich eine Art Tribüne erstreckte, während sie selbst auf einer Erhöhung ähnlich einer Bühne standen. Überall im Raum waren die leblosen Körper von Elfen verteilt. Alle Altersgruppen gemischt, beide Geschlechter. Sie alle waren auf gewaltsame Art ums Leben gebracht worden. Das ist ja schrecklich. Was ist dir nur geschehen? Sie haben vor nichts Halt gemacht. Hier liegen sogar ermordete Kinder. Und seht euch die hier einmal an. Alle 4 von Pfeilschäften durchbohrt. Hier muss ein wahres Massaker stattgefunden haben. Wahrscheinlich hatten sie hier eine Art Versammlung und sind dann überrascht worden. Dieser Ort macht einem eine richtige Gänsehaut. Findet ihr nicht? Als wenn ein Kribbeln meine Haut überfluten würde. Saphiriel? Ist alles in Ordnung mit dir? Du bist so blass. Und du hast noch keinen Ton gesagt. Du blutest ja. Wo hast du diese Wunde daher? Lass uns von hier verschwinden. Wir sollten weitergehen. Es werden immer mehr Leichen, je näher wir dem Tor kommen. Und dort vor der Tür ballt es sich geradezu. Ich denke, sie haben versucht, das Tor zu halten, um zu verhindern, dass jemand in das Innere dringt. Das sind wieder diese Elfen mit dem Sonnensymbol. Dann werden sie diesen Turm wohl auch angegriffen haben. Saphiriel, dein Gesicht, das ist doch nicht normal hier. Lasst uns lieber weitergehen. Die Gefährten ließen den Ratssaal hinter sich und traten nun durch das Tor in einen etwa 4 Schritt langen Gang, der von einer magischen Lichtkugel erhellt wurde. Dieser Korridor führte zu einer mit stilisierten Blumen verzierten Tür. Nur langsam näherten sich Samantha und Aslife der Tür und stießen sie vorsichtig mit ihren Schwertern auf. Hinter der Tür lag eine geräumige Wendeltreppe, auf der sicherlich 5 Menschen nebeneinander herschreiten konnten. Sie führte sowohl nach oben als auch nach unten. Und jetzt? Nach oben oder nach unten? Also ich würde sagen nach oben. Immerhin sind wir in einem Turm. Aber überleg doch mal, wie weit oben wir angekommen sind. Ich bin auch für nach oben. Ich denke, wir sollten uns in 2 Gruppen aufteilen. Saphiriel, Samantha, Seti, Estelle, ihr geht mit mir. Ihr anderen werdet euch oben umsehen. Wir gehen darunter. Und eins noch. Wir sollten Kennzeichen in die Räume machen, die wir bereits durchsucht haben. Wir machen ein Kreuz, wenn wir in einem Raum gewesen sind und ihr einen Strich. Dann wissen wir, ob die andere Gruppe schon dort gewesen ist. Dann sehen wir uns später. Die beiden Gruppen trennten sich voneinander und Aslife und die Gefährten begannen mit ihrem Abstieg, bis sie zu einer geräumigen Nische kamen, die mit Kissen und Decken angefüllt war. Saphiriel kann die Ruhe gebrauchen und ihr auch. Wir wissen nicht, was uns hier noch erwarten wird. Der Tag neigt sich sicher auch schon dem Ende. Ihr habt die Schlacht im Saal nicht gesehen, oder? Hier wird unglaublich starke Magie. Und hier sollen wir einfach so schlafen?
Keine Sorge, ich werde Wache halten. Gönnt ihr euch ein wenig Schlaf. Die Chakagra. Nach der doch recht erholsamen Nacht begann die Gruppe um Aslaif herum ihren Weg fortzusetzen. Aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen ließen sie ihre doch recht behindernde Winterkleidung in der Schlafnische zurück. Sie gelangten alsbald zu einem Eingangsportal, auf dem ein Wappen abgebildet war, das einen Köcher und einen Zirkel zeigte. Wieder einmal war es Samantha, die das Tor vorsichtig mit ihrer Klinge aufschob. Die Augen der Gefährten weiteten sich, als sie den verwucherten Garten dahinter entdeckten. Das sieht beinahe nach einem Garten aus. Ich finde, das hat eher etwas von einem Dschungel. Nein, das sind ganz normale Pflanzen, die man überall im Mittelreich finden kann. Keine tropischen. Trotzdem, was macht so ein Wald oder Garten oder was auch immer in einem Turm? Vielleicht wollten sie ein wenig Farbe in die Eiswüste bringen. Keine Ahnung. Darüber können wir später noch nachdenken. Los, lasst uns weiter. Und wie? Wie sollen wir denn durch das Gestrüpp da durchkommen? Ich verschaffe uns schon einen Weg. Samantha hatte mit ihrem Anderthalbhänder eine Schneise in die verwucherte Vegetation geschlagen, um so zu einer Tür zu gelangen, die sie in einen angrenzenden Raum führte. In diesem Raum hingen Tierköpfe an der Wand, von denen manche jedoch nur noch aus ein paar Knochen bestanden, die angenagt waren. Ich denke, das ist ein Jagdzimmer. Aber warum sind das denn fast nur noch Skelette? Das heißt wohl, dass irgendetwas hier im Turm leben muss, das sich davon ernährt. Wie um ihre Worte zu unterstreichen, schlich plötzlich eine Katze um Saphiriets Beine herum und schmiegte sich schnurrend an sie. Zetir atmete erleichtert aus, ebenso wie seine Gefährten. Kurz darauf setzten sie ihren Weg fort, zurück in den Garten, um nach einer weiteren Tür zu suchen. Doch bevor sie allzu weit gekommen waren, hörten sie Flügel schlagen und hielten inne. Vor ihnen auf einem Ast ließ sich ein Rabe sinken, der sie mit intelligenten Augen anblickte. Zu intelligent für ein einfaches Tier. Was dann geschah, ließ Estelle und Zeti irritiert zurückweichen und auch die anderen blickten den Vogel aus erschrockenen Augen an. Gebt Acht, was ihr glaubt, denn es könnte wahr werden. Wehe dem, der die Götter zaubern. Der Rabe hat gesprochen. Welche Göttin? Doch der Rabe antwortete nicht, sondern breitete seine Flügel aus und schwang sich wieder in die Lüfte, um in den Weiten des Gartens zu verschwinden. Der Turm wird immer unheimlicher. Was hat dieser Vogel nur damit gemeint? Lasst uns keine Wurzeln schlagen. Der Vogel ist weg und wir sollten auch weiter. Dieser Raum ist ja vollkommen leergeräumt. Wofür er wohl mal genutzt wurde? Guckt euch mal diese Gravuren an. Vielleicht sind die ein Hinweis. Also, ich kann das nicht lesen. Ich passe. Mich brauchst du da erst gar nicht zu fragen. Dann zeichne es wenigstens in dein Tagebuch ab. Wir finden schon irgendwann jemanden, der das lesen kann. Der Schwarzhaarige kramte auf Samanthas Worte hin in seinen Tuchbeutel und zog ein kleines, ledergebundenes Buch und einen Kohlestift hervor. Dann ließ er sich in den Schneidersitz sinken und begann, die unbekannten Gravuren in sein Buch abzuzeichnen. Sie setzten ihren Weg fort, durchstreiften dabei noch einige leerstehende Zimmer, bevor sie zu einem großen Raum gelangten, in dessen Mitte sich ein Springbrunnen mit genießbarem Trinkwasser befand. Sonst war der Raum angefüllt von Tischen und Teppichen und auf ihnen angelaufene Trinkpokale. Drei weitere Gänge zweigten von diesem Saal ab. Und wo wollen wir lang gehen? Was war das? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es kam von dort hinten, aus dem rechten Gang. Dann lasst uns nachsehen, aber leise. Ich warte hier auf euch. Mit dem Kettenhemd kann ich wohl kaum schleichen. Gut, wenn wir etwas gefunden haben, holen wir dich. Oder notfalls rufen wir dich und du rettest uns. So leise es ihnen möglich war, schlichen die Gefährten in den nach rechts abzweigenden Gang hinein, der sie schon bald in ein geräumiges Zimmer führte. In diesem Raum entdeckten sie die Quelle des Geräusches, eine Gruppe von Elfen, die sich an einem großen Felsblock zu schaffen machten. Es waren 5 an der Zahl und allesamt waren sie sehr blass, hatten eine fast weiße Haut und Haare, in dessen Gegenteil ihre dunklen, pupillenlosen Augen standen. Die Rüstung, die sie trugen, bestand aus einem dunkel schimmerndem Material. Ich dachte nicht, dass hier noch Elfen leben. Und was machen wir jetzt? Sie ansprechen oder verschwinden? Wenn wir sie ansprechen,
halten sie uns vielleicht für Feinde. Wir sind ja auch so etwas wie Eindringliche. Doch noch bevor die Gefährten eine Entscheidung, ihr weiteres Vorgehen betreffend, fällen konnten, begannen die Ohren einer Elfe leicht zu zucken. Langsam drehte sich diese Elfe herum, die mit einem Rabenschnabel und einer Armbrust ausgerüstet war. Oh, seid gegrüßt, Fremde. Mein Name ist Katjil Danka. Der Mann neben mir, mit dem Schwert, ist Alba Gelon. Und dieser ist Velon Ressler. Die Elfe deutete als letztes auf einen zierlichen Elfen, der nur mit einer Armbrust ausgerüstet war. Dann trat ein sehr wendig wirkender Elf, an dessen Seite zwei Kurzschwerter ruhten, vor die Gefährten. Ich bin Sheridan und mein Gefährte hier ist Arnold Ressler. Er deutete auf den letzten aus ihrer Gruppe, der als einziges eine annähernd menschliche Statur aufwies und dunkelblaue Augen hatte. Auf seinem Rücken hatte er ein Zweihandschwert geschnallt. Diese Art von Elfen habe ich noch nie gesehen. Wir sind die Bewohner dieses Turmes, die Shakagar. Aber wer seid ihr? Mein Name ist Samantha Gordon. Ich bin Estelle. Saphiriel Sternenlau. Ich heiße Siti. Und ich bin Asleif, Fogwolf, Phileasson. Sehr erfreut, aber würdet ihr uns vielleicht helfen? Einer unserer Gefährten wurde von diesem Felsbrocken begraben. Allein schaffen wir es nicht, ihn zu befreien. Naja. Das könnten wir wohl versuchen. Erst waren die Gefährten unsicher, wie sie auf die Bitte der seltsamen Elfen reagieren sollten. Doch schließlich rangen sie sich dazu durch, den Felsen gemeinsam wegzuschaffen. Doch was darunter lag, weckte in ihnen den Wunsch, es nicht getan zu haben. Denn zum Vorschein kam ein muskulöser Elf, der statt der einen Hand eine Krabbenschere besaß, eine krallenbewehrte Klaue und einen Stiernacken. Eine Kreatur, die widernatürlicher nicht aussehen könnte. Was ist das? Das ist ein Wächter. Seid nicht besorgt. Wie dem auch sei, habt Dank, dass ihr uns geholfen habt. Wir würden uns dafür gerne erkenntlich zeigen. Speist doch gemeinsam mit uns. Zögernd folgten die Gefährten der Einladung. Doch bevor sie sich in Bewegung setzten, beschwor einer der ihren einen Boten, der mehr als beunruhigend auf die Helden wirkte. Ein Vogel mit 6 Augen und Knochenbein, der auch noch durch Wände fliegen konnte. Außerdem lag noch ein leichter Schwefelgeruch in der Luft. Dennoch folgten sie den Shakagra in den anliegenden Raum, einem großen Saal, in dem sich lange Tische aufreihten. Auch hier gab es eine Art Bühne und an den Wänden befanden sich schmale Truhen. Die Gefährten setzten sich und in diesem Augenblick kreuzten sich Sedis und Estelles Blicke. Sie beide spürten genau das Gleiche. Das alles würde kein gutes Ende nehmen. Sag, was führt euch hierher? Wir sind auf der Reise, um eine Wettfahrt zu gewinnen. Wir sollen die Geheimnisse des Himmelssturms ergründen. Könnt ihr uns vielleicht helfen? Unser Volk lebt schon seit Jahrhunderten in den tieferen Regionen des Turms. Aber wieso seid ihr dann hier oben? Wir patrouillieren in den oberen Etagen. Und ich kann euch nur raten, von hier zu verschwinden. Hier lauern unzählige Gefahren. Unzählige Gefahren? In den oberen Regionen des Turmes geschehen manchmal seltsame Dinge. Geistererscheinungen. Manchmal verfällt auch ein Wächter dem Wahnsinn und wütet hier. Ist von euch eigentlich jemand, der Magie kundigt? Durchaus. Ich und Estelle auch. Aber die anderen nicht. Dann dürfte es für euch, Seti, ziemlich unangenehm hier werden. Was? Wieso? Dieser Ort ist von Magie durchdrungen. Vom größten Bauwerk bis hin zur kleinsten Maus. Eure magisch begabten Gefährten dürft es nicht stören. Ebenso wenig wie euch Krieger. Denn das Metall eurer Rüstung schützt euch. Na toll. Die Falle. Ah, der Bote kehrt zurück. Wir sollen nicht länger verweilen. Wir sollen zurückkehren. Das heißt, dass wir euch nun verlassen müssen. Aber verweilt doch noch ein wenig. Nehmt ein entspannendes Bad, bevor ihr euch wieder auf die Reise macht und genießt euren Aufenthalt. Sheridan wird euch zum Bad führen. Wieder zögerten die Gefährten, bevor sie dem Vorschlag zustimmten. Nun folgten sie Sheridan, der sie zu den Bädern begleitete. Zuerst brachte er die Frauen zu einem geräumigen Badezimmer, dann geleitete er Seti, Estelle und Asleif in ein separates Bad.
Sie schlüpften aus ihrer Kleidung und ließen sich dann in das große Becken, das mit warmem Wasser angefüllt war, sinken. Auch Sherindan hatte sich seiner Kleider entledigt und sich auf die andere Seite des Beckens gesetzt. Als Estelle spürte, dass dessen Blick auf ihm ruhte, schaute er den Chaka Granor fragend an, der daraufhin nur undurchschaubar lächelte. Kurze Zeit später bewegte sich der Elf und ließ sich für eine kurze Weile neben dem Mittelländer nieder, ehe er sich dann schließlich aus dem Wasser erhob und sich ankleidete, um dann in Richtung Tür zu verschwinden. Doch Seti trat nun auf ihn zu. Entschuldigung, ich hätte da mal eine Frage. Du hast Estelle eben die ganze Zeit so angesehen. Ich finde ihn interessant. Interessant? Ja. Oh, okay. Tschüss. Warum nicht mich? Ich denke, wir sollten langsam weiter. Diese Chakagra sind wirklich unheimlich. Habt ihr euch mal ihre Augen angesehen? Wenn man den Ausspruch glaubt, dass Augen der Spiegel der Seele sind, dann sind ihre Seelen schwärzer als die Nacht. Wir sollten wohl auf der Hut sein. Sam und Zaphiriel stießen wieder mit den anderen zusammen, um nun ihren Weg fortzusetzen. Dabei durchquerten sie wieder die große Halle, in der sie gespeist hatten. Doch irgendetwas stimmte nicht. Estelles Blick glitt an die Decke. Seine Augen weiteten sich. Dort am Kronleuchter hing der Wächter, den sie zuvor von dem Felsblock befreit hatten. Was soll das denn? Oh, oh. Nun traten ihnen auch noch die Chakagra mit gezückten Waffen entgegen. Verzeihen, aber euer Weg endet hier. Unsere Göttin hat uns befohlen, euch zu vernichten. Das könnt ihr vergessen. Genau, kampflos gehen wir nicht auf. Sofort zogen die Helden ihre Waffen blank, doch gleich zu Beginn wurden sie stark in die Defensive gedrängt. Ein Bolzen von Veron hatte Seti getroffen und ihn zurücktaumeln lassen. Doch tapfer kämpfte er weiter gegen den Chakagra, der sich vor ihm aufgebaut hatte. Samantha stürmte mit erhobener Klinge auf den Wächter zu, der sich von der Decke hatte fallen lassen. Mit ungestümen Hieben setzte sie dem unnatürlichen Wesen schwer zu. Zaphiriel ließ die Sehne ihres Bogens suchen. Ein Pfeil schoss direkt auf Kaji Janka zu, doch gelang es ihr, dem Pfeil auszuweichen und einen Flammenstrahl hinterher zu schicken. Rechtzeitig duckte die Elfe sich unter diesen Angriff hinweg. Estelle hatte sich mit Hilfe seiner Magie übermenschliche Geschwindigkeit verschafft und stürzte sich auf Sherindan, der seine Säbel gezogen hatte. Den meisten Angriffen konnte der Mittelländer ausweichen, doch ein Schwerthieb streifte ihn an der Seite. Es sah ziemlich aussichtslos aus. Doch endlich gelang es Samantha, den Wächter niederzustrecken und ihm den tödlichen Schlag zu versetzen. Schon bald setzte auch Estelle seinen letzten Angriff und rammte dem Chakagra seine Klinge in die Kehle, der daraufhin gurgelnd zu Boden ging. Aber auch sie kam nicht ungeschont davon. Ein weiterer Bolzen hatte Seti getroffen, der daraufhin bewusstlos zu Boden sank. Estelle wollte sich auf Veron stürzen, um Seti zur Hilfe zu eilen. Doch ein Zauber brachte auch ihn zu Fall. Samantha schlug sich nun gegen einen weiteren Chakagra durch, ebenso wie Leason, der gerade mit Alor focht. So konnten die beiden nicht verhindern, was dann geschah. Kaji Janka erhob ein weiteres Mal ihre Faust und schickte einen Flammenstrahl auf Zaphiriel zu, die dieses Mal nicht mehr ausweichen konnte. Die Flammen fraßen sich in ihre Haut, versenkten ihr Fleisch. Ein letzter Augenblick voller Schmerzen, dann war es vorbei. Leise rieselte die Asche gen Boden. Wütend stürzte Sam sich auf die Chakagra, schwang ihr Schwert und trennte ihr das Haupt vom Körper. Und auch schnell waren die anderen besiegt und getötet. Schwer atmend eilte die Kriegerin nun zu ihren anderen Gefährten, die noch immer regungslos am Boden lagen. Seti war nur ohnmächtig geworden, doch auch Estelles Herz hatte aufgehört zu schlagen. Sofort begann sie damit, gegen den Tod anzukämpfen, und bald stellte sie erleichtert fest, dass die Atmung des Mittelländers wieder eingesetzt hatte. Erst jetzt sank sie mit tränenbenetzten Wangen in die Knie. Wir haben's geschafft, oder? Wo ist Zaphiriel? Sie ist tot. Nein. Nein, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Nein, es ist Zaphiriel. Das werden sie uns büßen. Wir werden diese Göttin finden und sie umbringen.
Plötzlich erfüllte ein schummriges Licht den Raum, und die blasse, durchscheinende Gestalt der jungen Elfe erschien über dem kleinen Aschehaufen. Es tut mir leid, meine Freunde. Ich habe versagt und konnte euch nicht beschützen. Das stimmt doch gar nicht. Du hast mehr als genug getan. Ich muss euch nun verlassen. Mit Wohl. Wir haben dich lieb, Saphira. Dann war sie verschwunden. Noch fast eine ganze Stunde gaben sie sich ihrer Trauer hin. Samantha schlug wie von Sinnen auf die toten Chakra ein, während Aslife einen nahestehenden Felsen malträtierte. Ceti und Estelle hockten nur auf dem Boden, versuchten zu verstehen, was geschehen war. Ometeon. Wir sollten aufbrechen. Wenn es noch mehr von diesen Wesen gibt, müssen wir unsere Mission so schnell wie möglich zu Ende bringen. Du hast recht. Der Weg führte sie weiter die Wendeltreppe hinab. Das Material der Treppe veränderte sich. Es war nicht mehr das phosphorizierende Gestein, aus dem die Stufen bestanden, sondern ein schwarzglänzendes Material. Erst weiter unten konnten sie wieder ein Leuchten erkennen. Dann betraten sie einen etwa 15 Schritt bemessenen Raum, voller Kissen und Teppichen. Die Temperatur war gefühlt um die Hälfte gesunken, und sie waren vollkommen von den schwarzen Wänden umringt. Plötzlich entdeckten sie zwei riesige Augen. Ein großer Fisch mit einer Leuchtkugel am Kopf und unzähligen messerscharfen Zähnen schoss auf sie zu und prallte gegen eine unsichtbare Barriere und verschwand dann wieder in der Dunkelheit. Die beiden Jungen hatten sich so sehr erschrocken, dass sie sich unisono umgewandt hatten und mit voller Wucht gegen die nächste Wand gelaufen waren. Was war das? Sah nach einem Fisch aus. Wir sollten mal eine Fackel anmachen. So, da sind noch mehr Fische. Fast wie ein Meer. Na toll, ein Meer im Turm. Das hat uns auch noch gefehlt. Was machen die da? Die wollen durchbrechen. Sam macht die Fackel aus. Los, weiter! Die vier gelangten in einen weiteren Korridor, der sie zu einem Tor führte, auf dem das Symbol der geflügelten Sonne zu sehen war. Schon wieder dieses Zeichen. Und noch so ein Garten. Es scheint der gleiche Aufbau wie in den Räumen über uns zu sein. Nehmen wir den Gang da. Der nächste Raum war bestückt mit Käfigen, in denen Skelette hingen und saßen. Außerdem standen dort auch noch ein paar vereinzelte Schränke und ein Schreibpult. Scheint eine Art Laboratorium zu sein. Am besten sehen wir uns einmal um. Ich kann nichts davon lesen. Ich auch nicht, aber sieh dir mal dieses seltsame Bild an. Ein tauchender Elf? Was soll uns das denn sagen? Da steht irgendwas drunter. Ich schreibe das einfach mal ab. Hier ist nur noch eine Fiole mit irgendwas drin, sonst nichts Brauchbares. Samantha hatte in einem der Schränke eine Fiole mit einer purpurnen Zehenflüssigkeit entdeckt. Was es war, wusste keiner von ihnen. Dennoch entschlossen sie sich, das Fläschchen mit sich zu nehmen. Sie durchstreiften noch einige Räume, bis sie schließlich in eine Art Salon kamen. Bist du das, Pillar? Komm doch zu mir hinab und lausch der Rede, die gleich vor dem Rat halten werde. Die Stimme kam von dort unten. Lasst uns nachsehen. Sie folgten der kurzen Treppe hinab in ein Schlafgemach. Und in diesem Schlafgemach saß ein gut aussehender Elf mittleren Alters, der in ein Gewand mit dem Sonnensymbol gekleidet war. Sein Blick war starr auf das Papier vor ihm gerichtet. Und obwohl er die Gefährten aus den Augenwinkeln wahrnehmen konnte, beachtete er sie gar nicht. Wie aus dem Nichts tauchte dann ein langer, schlanker Dolch auf und schwebte in der Luft. Langsam bewegte er sich auf den Elfen zu,
Dann drang er in seinen Rücken ein und der Elf sank langsam zu Boden. Die Blutlache um ihn herum breitete sich langsam aus und sein Blick war starr auf die Tür gerichtet. Auch du, Pürder, warte! Lass mich nicht alleine sterben! Hast du mich wirklich nie geliebt? Warum? Sag mir wenigstens, warum du unsere Sachen verraten hast. Er ist tot. Aber wer hat ihn getötet? Ich sag's doch. Bindungen bringen nur Ärger. Aber Moment mal. Das ist doch der Elf von den Gemälden. Von denen im Grabmal. Dann hätte er doch schon viel länger tot sein müssen, oder? Sam versuchte in der Zwischenzeit, einige von den Dokumenten einzustecken, doch es misslang, da sie zu Staub zerfielen. Wie erstarrt blieben die Gefährten einige Herzschläge lang stehen. Doch während sie zögerten, begann sich der Dolch langsam aus dem Rücken des Elfen zu lösen. Das Blut floss zurück und alles ging auf den Anfang. Dann wiederholte sich die Szenerie. Und erneut konnten die Helden nichts tun, außer dem Elfen beim Sterben zuzusehen. Lasst uns endlich weitergehen. Hier können wir nichts mehr tun. Ist ja gut. Hetz uns doch nicht so. Ein weiterer Weg führte sie zurück zum Salon. Dann durch eine Küche, einen Vorratsraum und schließlich in ein Bad, in dem ein Wasserelementar wartete. Der Oberkörper des Wesens glich dem des Elfen, den sie gerade zweimal hatten sterben sehen. Sein Unterleib dagegen bestand aus waberndem Wasser. Herr Omitian, wollen Sie Ihr Bad nehmen? Prometheon? Das muss der Elf von vorhin gewesen sein. Ein Bad? Ja? Ehe die Gefährten sich versahen, fanden sie sich alle unbekleidet in einem Schaumbad wieder. Klasse, Seti. Wir haben keine Zeit für deine Eitelkeitsallüren. Was soll das denn heißen? Dass du ein Esel bist. Und du bist ein Zwerg. Ich bin größer als du. Dafür bin ich älter. Dann benimm dich auch so. Und sag dem Vieh, dass wir gehen wollen. Nach kleiner Diskussion waren sie wieder trocken und bekleidet, ehe sie ihren Weg fortsetzten. Dieser wurde jedoch abrupt unterbrochen, als der intelligente Rabe sich vor ihnen auf den Gang setzte. Wer das dem Portal durchschreitet, hat sein Iyama verkauft. Welches Portal? Und was ist ein Iyama? Ihre Kinder sind anders als wir. Wessen Kinder? Findet die Spuren, die unsere Tränen in unserer Verzweiflung in die Wände der Kerker gegraben haben. Berichtet der Welt, was mit denen geschah, die vom Himmelsturm den Himmelssturm gewagt haben. Aber was soll das heißen? Seid auf der Hut vor dem Tief. Sie haben ihre Augen überall. Sie? Wer sind Sie? Die Chakagra? Bitte, antworte uns doch! Doch der Rabe antwortete nicht. Stattdessen breitete er seine Flügel aus und flog davon. Verwirrt und etwas resigniert, setzten die Helden ihren Weg fort. Der nächste Raum, den sie betraten, bot ein prachtvolles, wenn auch beunruhigendes Bild. Eine gesamte Wand wurde von einem riesigen, goldenen Mosaik eingenommen, das die geflügelte Sonne darstellte. Seti konnte diesem Anblick nicht widerstehen. Er nahm seinen Speer und begann vorsichtig zu versuchen, eine der Platten aus dem Bild zu lösen. Doch statt etwas herauszubrechen, schwang das Mosaik auf und offenbarte einen Gang und eine Wendeltreppe, die nur spärlich beleuchtet war. Die Treppe endete in einem kleinen Trakt, der sie in ein Schlafgemach führte, das prunkvoller nicht hätte ausgestattet sein können. Die Möbel waren alle aus Gold gefertigt und mit Edelsteinen verziert. Und überall prunkte das Symbol der geflügelten Sonne. Wahnsinn! Schaut euch mal das ganze Gold an! Seti, leih mir mal dein Speer. Nee, bestimmt nicht. Du machst den nur wieder kaputt. Schwachsinn, gib schon her. Vergiss es. Jungs, kommt jetzt. Weiter. Der nächste Gang führte sie in eine Art Tempelraum. In diesem befanden sich 12 Säulen, eine Treppe, die herauf zu einem Thron führte und ein Altar mit Blumenkränzen. Wie alt diese waren, ließ sich nicht erkennen. Hinter dem Thron, dem Estelle einen schmachtenden Blick zuwarf, prunkte die geflügelte Sonne. Der passt wohl nicht in meinem Tuchbeutel. Auf dem Altar steht etwas. Gib mir mal Papier und Stift. Ich will's auch versuchen abzuzeichnen. Was macht ihr denn da? Was soll das Gekrakel denn sein? Na, die Aufschrift? Ihr verschandelt mein Tagebuch. Lasst mich das machen. Lasst uns weiter. Ich bin froh, wenn wir aus diesem Turm wieder heraus sind. Der Raum der Offenlegung.
Ihr Weg führte sie zuerst durch eine unbrauchbare Speisekammer, dann durch eine Küche und weitere Vorratskammern, in denen jedoch kein Essen zu finden war. Der nächste Saal, den sie betraten, war geräumig und mit ungefähr 20 Etagenbetten bestellt. Der nächste Raum glich dem vorigen wie ein Ei dem anderen. Es folgten noch mehrere Schlafgemächer, die alle recht schlicht eingerichtet waren. Ein Schrank, ein Bücherbrett und ein Etagenbett. Das müssen Schlafsäle sein. Dann haben hier aber ziemlich viele Leute geschlafen. In den nächsten Räumen waren ordentlich aufgereihte Tische zu sehen und vorne stand ein Pult. Dieser Raum erinnert mich an ein Lehrzimmer. Wie an die meiner Akademie. Du meinst, hier wurde irgendwem was beigebracht? So wie Hession uns etwas beigebracht hat? Ja, sowas in der Art. Was ist das? Plötzlich begann die Luft zu flirren und Bilder tauchten in diesem Zimmer auf. Junge Elfen in schlichten Gewändern, die auf den Stühlen an den Tischen saßen, an einer Art Priester mit Sonnensymbol, der zu den Elfen vor ihnen sprach. Dann war es auch schon wieder verschwunden. Waren das Geister? Dieser Turm ist unheimlich. Einfach nur unheimlich. Und ehrlich gesagt macht das hier es auch nicht besser. Es war ein ungefähr 6 oder 8 Schritt großer Raum, den sie nun betraten, in dem 4 Holztische standen, die mit eisernen Fesseln gespickt waren. In den Schränken lagen seltsame Werkzeuge und das blutverkrustete Tuch erklärte sein Übriges. Die Schrift über dem Eingang konnten sie nicht lesen. Doch Estelle interessierte sich ohnehin mehr für das Loch in der Mitte, aus dem Wärme emporstieg. Was? Habt ihr das gehört? Was gehört? Da war nichts, Estelle. Ich habe auch nichts gehört. Dann habe ich mir das wohl eingebildet. Da war doch was. Estelle? Was ist denn? Diese Schreie. Die machen mich wahnsinnig. Hört ihr sie denn nicht? Sie sterben. Estelle, du blutest ja! Der junge Mittelländer presste sich die Hände auf die Ohren. Doch die Schreie in seinem Kopf verstummten nicht. Ein feines Rinnsal von Blut drang aus seinen Ohren und floss seine Hände und Wangen hinab. Schnell betraten sie den nächsten Raum. Er war kleiner als der zuvor und war in ein unstetes Licht getaucht. 8 Zylinder befanden sich im Inneren, alle voller Wächter. Doch bis auf ein Zucken hin und wieder rührten sie sich nicht. Von dem Raum gingen insgesamt 5 Türen aus. Geradeaus ein großes Tor mit Dämonen verziert. Rechts und links befanden sich jeweils 2 weitere Türen. Jetzt haben wir 5 Türen zur Auswahl. Aber sie sind verschlossen. Kein Problem. Ich denke, ich nehme diese hier. Nein, die war es definitiv nicht. Als Estelle das Schloss der Tür geknackt hatte und er sie öffnete, blickte ihm ein Skelett aus leeren Augenhöhlen entgegen. Lieber wandte er sich der nächsten Tür zu. Mal sehen. Nein, bitte, lasst mich in Ruhe, bitte nicht! Zum Vorschein kam ein älterer Tulamide, von kleinem Körperwuchs, mit dunkelgrauem Haar und einem zerschlissenen Kaftan. Sein Blick wirkte gehetzt und sprunghaft. Wer bist du? Ich? Ihr knet was mit... Ah. Ich hab's vergessen. Und was machst du hier? Die Nachtalben haben mich gefangen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Du meinst die Chakagre? Was weißt du über sie? Sie leben hier in ihrer unterirdischen Stadt. Rydak. Und warum haben sie dich gefangen? Hol die Maid in Grün? Wo ist sie nur? Hol die Maid? Der Typ ist vollkommen übergeschnappt. Ich habe Hunger. Nimm einfach das hier. Ich guck da mal, was ich noch so hinter den anderen Türen finde. Ich glaube, ich habe die Maid in Grün gefunden. Maid in Grün? Nein. Ich bin Irina Mondblume Jeninen. Magierin aus dem Seminar der natürlichen Heilung zu Donnerbach. In der Zelle fanden sie eine hübsche junge Frau. Ihre Haut war blass, beinahe weiß, und ihr Haar schimmerte in einem warmen Braun. Gekleidet war sie in ein leichtes, grünes Kleid. Oh, hi, ich bin Estelle. Das ist Sam, das da ist Seti, und das Asle Filesen. Und der da? Keine Ahnung. Ich bin Abdul. Und was machst du hier, Irina?
Ich war auf Expedition mit einer Gruppe Adepten aus der Drachenei-Akademie und ein paar Firmelfen. Wir wollten den Himmelsturm erkunden. Dabei sind sie alle gestorben. Diese Wesen haben sie umgebracht, nur mich haben sie gefangen genommen. Die Nacht, Albin. Estelle hatte mittlerweile auch die letzte der vier Türen geöffnet und hatte eine Art Kammer gefunden, in der ein paar Sachen lagen. Auch ein paar Geldmünzen. Hey, das ist mein Geld! Ach so, das sind deine Sachen, natürlich. Aha, Schlösser knacken, andere Leute Geld einstecken. Hast du uns irgendetwas zu sagen, Tagelöhner? Ist ja gut, ich bin kein Tagelöhner. Ich verdiene mir mein Geld halt auf andere Weise. Du bist also ein Dieb. Sehr schön, so einen hatte ich noch nicht in meiner Mannschaft. Du nimmst auch alles, Captain, was? Nun blieb ihnen nur noch das Dämonentor. Vorsichtig schob Sam es auf und eine der Chimären begann sich zu regen und die Gefährten anzugreifen. Irina und Abdul zogen sich sofort weiter nach hinten zurück, während Samantha und Aslaj auf den Wächter zustürmten. Dieser geriet schon bald ins Staucheln und zerstörte dabei einen weiteren Zylinder. Eine zweite Chimäre startete ihren Angriff, doch nun griffen auch Sethi und Estelle das Monstrum an. Der junge Mittelländer parierte einen Schlag, verlor dabei jedoch seinen Dolch, der im hohen Bogen in einen weiteren Zylinder einschlug. Samantha stürzte sich sogleich auf den neuen Gegner, da der andere Wächter bereits tot am Boden lag. Und auch diesen schaffte sie nach kurzer Zeit auszuschalten. Vielleicht sollten wir die anderen Chimären gleich mit vernichten. Ein schneller Schlag und sie sind tot. Lieber nicht. Ich sehe das wie Setti. Diese Kreatur, die zu Beginn angegriffen hat, die war nicht in einer dieser Zylinder. Das war eine Illusion. Nun öffneten sie das Dämonenportal vollständig und betraten den Raum dahinter. Eine dicke, unberührte Staubschicht befand sich über allen Dingen im Raum, was davon zeugte, dass schon lange niemand mehr dort gewesen war. Sieht nach einer Art Labor aus. Und was ist das da? Das ist André de Cagram. Und dieses Loch in seinem Inneren kann nichts Gutes bedeuten. Ein was? Ein 13-Stern. Ein Zeichen zum Beschwören von Dämonen. Dämonen? Ja, hier scheint es eine Art Verbindung zu geben. Das ist ein Knoten aus sehr wirren astralen Fäden. Etwas versucht durch dieses Loch in unsere Welt zu gelangen, aber der Bannkreis hält es davon ab. Dann scheinen wir hier nichts verloren zu haben. Lasst uns gehen. Doch noch bevor sie den Raum wieder verlassen konnten, schoss ein schwarzer Tentakel aus dem Loch im Inneren des 13-Sterns heraus, durchbrach den Bannkreis und schlang sich um Estelle, um ihn mit sich in den schwarzen Schlund zu reißen. Ah. Estelle! Wir müssen ihn befreien. Von dort gibt es keinen drin mehr. Los! Lass ihn los, du gottverdammtes Ding! Verdammt! Seine Gefährten versuchten, ihn zu befreien, jedoch erfolglos. Erst als Estelle sich mit aller Kraft aufbäumte, gelang es ihm, sich aus dem Griff zu winden. Der Tentakel zog sich zurück, doch gleichzeitig erschien eine dunkle Gestalt, bewaffnet mit Säbel und Peitsche, die Gefährten mit glühend roten Augen musterte. Sofort zogen die Helden ihre Waffen und bezwangen das unmenschliche Wesen. Dieses stieß einen ersterbenden Schrei aus. Drei weitere Wesen folgten diesem Ruf durch den 13-Stern. Herr Stott, es werden immer mehr. Ziehen wir uns zurück. Wir müssen dieses verdammte Tor zumachen. Los, zieht! Passt auf die Zylinder auf. Stoßt keinen an. Schließlich erreichten die Gefährten wieder den Raum, in dem Estelle die furchtbaren Schreie gehört hatte. Der Raum der Offenlegung. Was? Die Schrift über der Tür besagt das. Deswegen tut wohl auch mein Oberkörper weh. Abdul schob nun sein Kaftan etwas zur Seite, sodass man auf seinem Oberkörper eine Narbe erkennen konnte, die vom Schlüsselbein bis hinunter zum Unterleib führte. Sie war breit, was davon zeugte, dass sie mehr als einmal geöffnet worden war. Das sagt ja wohl genug aus, was hier getrieben wurde. Was haben Sie denn genau getan? Ich kann mich nicht daran erinnern. Sie haben mich vorher bewusstlos geschlagen. Mich nicht. Und was haben Sie gemacht? Wir haben Schach gespielt. Sicher. Ein Rabe, er ist wieder da. Was für ein Rabe? Omedion hat das Rennen gewonnen.
Das Rennen war doch auf den Bildern zu sehen. Ja. Ometeons Schiff. Wer ist Ometeon? Hütet euch davor, den Glauben und Glauben zu verlieren, was ihr geschaffen habt. Denn es wird sich gegen euch wenden. Findet die Spuren, die unsere Tränen in unserer Verzweiflung zu Wände der Kerker gegraben haben. Berichtet der Welt, was mit denen geschah, die vom Himmel im Himmelsturm gewartet haben. Unsere Brüder Tichiana und Sinjala werden uns erlösen. Wo wir Schutz finden sollten, wurden wir in Wirklichkeit gefangen gehalten. Gefangen gehalten? Ich verstehe das alles nicht so wirklich. Was für Bilder habt ihr gemeint? Wir haben eine Reihe von Bildern in einem Grab gefunden. Und auf einem dieser Bilder war eine Regatta zu sehen. Psst! Hört ihr das? Da kommt irgendwer! Macht euch kampfbereit! Captain, wir sind... Fex sei Dank, ihr seid es. Und ihr lebt! Vor ihnen standen Krotet, Inu, Umvolker, Shaya und Ralof. Sie alle wirkten abgekämpft und müde, waren allesamt ziemlich verletzt. Doch sofort eilten Irina und Samantha ihnen zur Hilfe. Es war seltsam. Wir sind in einen Raum gelangt und dort haben wir Bilder aus unserer Kindheit gesehen. Dann sind wir geblendet worden und haben uns versteckt. Dann haben wir Paläste gefunden. Sie waren alle gleich aufgebaut. Nur die Wappen an den Türen haben sich unterschieden. Zum Beispiel Glas oder Elfenbein. Wir haben einen sprechenden Raben gesehen. Und wir haben diese Dokumente gefunden. Es ist ein Buch über alte elfische Zauber. Es ist in Astaria geschrieben. Du kannst diese Zeichen also lesen, ja? Ja, ein wenig. Kannst du mir das vorlesen? Naja, da steht... Endlich habe ich es geschafft. Mit diesem Mittel ist es möglich, längere Zeit unter Wasser zu bleiben. Und das? Gepriesen sei Perdona, die das Joch der Dämonen abschüttelte und zu ihren Kindern zurückkehrte. Diese Göttin würde ich zu gerne in die Finger bekommen. Allerdings. Und kennst du auch dieses Zeichen? Natürlich. Das ist das Zeichen der Pentagrammakademie zu Rashtul. Also bist du Magier, Abdul? Ich bin ein Zauberer! Ich bin ein Zauberer! Ja, genau. Ich kann Dämonen beschwören. Ja, sicher. Doch, wirklich. Und was beschwörst du? Katze. Klar. Doch, guck hier. Katzus Machus. Wir sollten langsam weiter. Ja, diese Schreie hier machen einen wahnsinnig. Und das Geräusch? Was für ein Geräusch? Als würde jemand über eine Schiefertafel kratzen. Sie kehrten zurück zur Haupttreppe, wo sich beide Gruppen wieder voneinander trennten. Ihr werdet den Segler Abfahrt bereit machen, falls wir fliehen müssen. Wir sehen weiter unten nach. Wir stoßen dann zu euch. Ei, Captain. Asleif und die anderen stiegen weiter hinab in die Tiefe. Sie stoppten ihre Schritte erst, als sie vor einem Portal ankamen, auf dem ein Wappen zu sehen war, das Elfen zeigte, die von einer schützenden Hand bedeckt wurden. Der Raum dahinter war rund. Und 6 gleichartige Türen führten aus ihm hinaus. In seiner Mitte befand sich lediglich ein Tisch, umringt von 4 Stühlen. Da ist ein Buch auf dem Tisch. Warum sind die Namen mit unterschiedlichen Farben durchgestrichen? Vielleicht sind sie auf unterschiedliche Weise gestorben. Mal sehen, was hinter den Türen ist. Ein enger Gang führte zu einer schmucklosen Halle, deren Wände mit Metall verkleidet waren. Im Inneren des Zimmers lagen zerfallene Kissen, Decken und Tische. Auch einige Schlafstätte, die aber wohl kaum noch nutzbar waren. In der Deckenwölbung befanden sich komische Löcher. Da ist eine Inschrift. Irina, was steht da? Die erste erzählt etwas von einer gleißenden Stadt im Süden. Dort kamen die Elfen ursprünglich her. Und von einem Hochkönig Fenfarien, der allein den Frieden mit den Göttern wiederherstellen kann. Und dass irgendwelche Elfen gefangen genommen worden sind. Und die andere besagt... Fast täglich geschehen Unfälle in den Hallen des Feuers. Es scheint, als hätte die neue Priesterschaft beschlossen, auch die letzten unseres Volkes, die sich noch an den wunderbaren Welt jenseits des Turmes erinnern können, zu vernichten. Selbst wir, die früher der Priesterschaft angehörten, müssen nun bei der Glasschmelze helfen. Angeblich sollen wir den Glauben an die Göttin nicht in Ehren gehalten haben. Tatsächlich ist Perdona schon sehr lange nicht mehr von uns getreten. Sollte uns jetzt auch die letzte Göttin, deren Gnade uns noch gewisser verlassen haben? Perdona. Klingt ziemlich verdächtig, oder? Vielleicht sollten wir noch einmal zu Ometeons Kammer zurückgehen. Was soll uns das denn bringen? Wir haben jetzt jemanden, der die Dokumente lesen kann.
Obwohl Samantha nicht sonderlich begeistert schien, führte der junge Mittelländer die Gruppe zurück zu Meteons Schlafgemach, wo sich ihnen ein bekanntes Bild bot. Irina wirkte zuerst ziemlich erschrocken, doch dann wandte sie sich schließlich den Dokumenten zu. Alles kann ich auf die Schnelle nicht lesen, aber es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Er wollte wohl eine neue Erkenntnis darstellen. Naja, er hat zusammen mit Perdona den Kult der goldenen Sonne gegründet und sie hatten die Theorie, dass Götter nur dadurch entstehen, dass man an sie glaubt. Deswegen waren sie der Meinung, dass man jeden zum Gott machen kann. Als Beweis führt er an, dass ein Elf je mehr an sich glaubt, seine magische Kräfte umso größer wurden. Dann war Perdona wohl dagegen, dass er es vor dem Rat vorträgt. Scheint so. Und deswegen hat sie Ometeon wohl umgebracht, um selbst Göttin zu werden. In die Tiefen. Von Asleif angeführt, kehrten sie zurück zur Halle des Schutzes. Doch dort standen 4 Nachtalben, die die Gefährten jedoch noch nicht entdeckt hatten. Wir sollten aus dem Hinterhalt angreifen. Ich kann 2 von euch mit einer magischen Rüstung ausstatten. Am besten Setti und Estel. Na gut, wenn's sein muss. Nachdem Abdul die beiden Jungs mit einem Zauber etwas vor Angriffen geschützt hatte, nutzten sie ihren Vorteil und griffen mit einem Überraschungsmoment an. Der Kampf lief gut, bis Asleif leblos zu Boden ging. Nun griff auch Irina in den Kampf mit ein. Doch nur dank eines weiteren Zaubers von Abdul, der einen Nachtalben erstarren ließ, konnten sie den Kampf für sich entscheiden. Sofort leistete Samantha erste Hilfe bei ihrem Captain, wonach Estelle mit seiner magischen Heilfähigkeit nachhalf. Alles klar, Captain? Ja, danke. Diese Waffen, sie sind nicht aus Normalmetall. Das ist Endurium. Endurium? Was ist das? Ein magisches Metall. Wir nehmen einen von den Säbeln mit. Dann finden wir später vielleicht mehr heraus. Jetzt sollten wir uns beeilen. Ihr Weg führte sie noch weiter in die Tiefen. Mit jedem Schritt wurde es wärmer und wärmer. Irgendwann waren sie nass geschwitzt und ihre Kleidung klebte unangenehm an ihrem Körper. Die Luft begann zu surren. Es war unerträglich heiß. Ein Getöse erfüllte die Luft der natürlichen Höhle, die die Helden nun betraten und die verhangen mit Nebelschwaden war. Zu einer Seite befand sich ein brodelnder Lavasee, aus dem hin und wieder Feuersäulen emporschossen. Es war so, als wären sie am Ende der Welt angekommen. In etwas Entfernung konnten sie dann einige Gestalten ausmachen. Menschen. Sie waren angekettet und arbeiteten an irgendetwas. Und überall war Sand. Am anderen Ende war ein riesiges Tor, gesäumt von 2 furchterregenden Statuen. Der Eingang zur unterirdischen Stadt Rühl-Arg. Doch vor dem Tor waren Wachen postiert. Das muss die Glasschmelze sein. Aber was machen Menschen hier? Sollen wir in die Stadt? Da wimmelt es sicher nur so von Nachtalben. Wir sollten von hier verschwinden. Wir haben genug herausgefunden. Es wird zu gefährlich. Wie um ihre Worte zu unterstreichen, wurde einer der Wächter auf die Gruppe aufmerksam. Zwar hatte er keine Augen in seinem unförmigen Kopf, dafür konnte er die Gefährten umso deutlicher riechen. Ein markerschütternder Schrei erfüllte die Luft. Los! Lauft! Sofort wandten sich die Gefährten um und begannen um ihr Leben zu rennen. Der Wächter und auch einige Nachtalben waren ihnen dicht auf den Fersen. Estelle und Irina fielen mehrmals bedenklich zurück, konnten den stinkenden Atem des Wächters in ihren Nacken spüren, schafften es jedoch immer wieder, etwas Abstand zwischen sich zu bringen. Sie erreichten die Treppe und begannen, die Stufen hinaufzuhetzen. Die beiden fanden den Anschluss an ihre Gruppe, den sie alsbald wieder verloren. Sie gerieten in Stolpern. Estelle taumelte und verlor das Gleichgewicht. Er spürte, wie er die Treppe hinunterstürzte, sich überschlug und nach einigen Schritten zum Liegen kam. Etwas benommen rappelte er sich auf, entdeckte Irina ein Stückchen unter sich auf der Treppe, bewusstlos. Für den Bruchteil einer Sekunde schloss der junge Mittelländer die Augen, atmete einmal tief durch und hiefte sie sich dann über die Schulter. Die anderen hatten von ihrer Misere nichts mitbekommen. Schließlich schafften sie es jedoch alle bis zu einer Tür, in die Shaya sie hineinwinkte. Los, beeilt euch, hier herein! Nachdem sie den Raum betreten hatten, begannen sie sofort damit, sich gegen die Tür zu stemmen. Doch schon nach kurzer Zeit drückte sich ein Arm durch eben jene. Shaya betete, und schließlich öffnete sich eine Tür mitten im Raum. Sie wurden Zeugen eines weiteren Wunders. Hastig eilten sie durch die Tür und schlugen sie zu. Der Raum, in dem sie sich nun befanden, glich einer durchschnittlichen, mittelländischen Küche. Es standen genügend Betten dort. Auf eines von diesen wurde Irina gelegt.
Alle anderen ließen sich kraftlos auf die Stühle oder auf den Boden sinken. Sie waren vorerst in Sicherheit. Wo sind wir hier? In Dravias verborgene Halle. Die Flucht. Die Zeit in dem Turm war mehr als anstrengend gewesen und war nicht spurlos an den Helden vorübergezogen. Doch nach und nach kamen sie alle wieder zu Kräften. Doch dann wurde es Zeit, wieder zu gehen. Die größte Gefahr war vorüber und sie konnten nicht ewig dort verweilen. Sie waren kaum durch die magische Tür getreten, als sie einen weiteren Vogelboten sahen. Dieses Mal wurde er aber von Sam und Irina vernichtet. Zurück blieb nur eine Schwefelwolke. Sie kamen unbehelligt bis hinauf in die Etage mit dem Radsaal. Ihre Schritte trugen sie weiter. Das Schiff wartete auf der Terrasse, aber dort wurden sie schon erwartet. Dort warteten 4 Wächter und über doppelt so viele Nachtalben. Eine dieser Nachtalben trug nicht wie die anderen eine Rüstung, sondern ein dunkles Gewand mit dem Sonnensymbol und einem Stirnreif. Hier endet euer Weg. Ihr habt jetzt nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder ihr ergebt euch und werdet in der Glasschmelze arbeiten, oder ihr sterbt hier. Und bevor ihr übereilt handelt, ihr seid umstellt. Hier sind überall Armbrustschützen, die ihr nicht sehen könnt. Und mit diesem Ring kann ich Dämonen herbeirufen. Also überdenkt eure Entscheidung gut. Die Gefährten warfen sich kurze Blicke zu, denn ihnen allen war klar, dass sie sich nicht kampflos ergeben würden. Auf Abduls Gesicht war nun ein ernster Gesichtsausdruck getreten, als er sich langsam Irina näherte. Vorsichtig griff er nach ihrer Hand, und sie verstand, dass er ihre astrale Energie nutzen wollte, um einen mächtigen Zauber zu weben. Unbemerkt von den Nachtalben schlich er nun auch hinüber zu Estelle, um das Gleiche bei ihm zu tun. Ihnen allen war nun klar, dass sie Zeit schinden mussten. Wieso können wir denn nicht einfach gehen? Ihr habt einfach zu viel in Erfahrung gebracht. Ihr wisst zu viel. Wir wissen gar nichts. Mehr als ihr dürftet. Außerdem seid ihr seit langem die ersten Menschen, die sich hierher verirrt haben. Und was ist mit den Menschen, die dort unten arbeiten? Unsere Göttin hat uns als Menschen hierher gebracht und die Sklaven unten in den Hallen des Feuers haben wir gezüchtet. Man kann Menschen doch nicht einfach züchten. Ich will nicht als Zuchthengst enden. Du meinst wohl Stute. Und wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Und Urlaub? Ihr werdet in Schichten arbeiten. Immer abwechselnd. 6 Stunden arbeiten und 2 Stunden ruhen. Und was ist mit Freigang? Immerhin brauchen wir Sonnenlicht zum Überleben. Ihr lebt auch so lange genug. Die meisten hier sterben erst in einem Alter von 30 Wintern. Aber wofür braucht ihr so viele Menschen dort unten? Um genügend Glas herzustellen. Das brauchen wir, um unsere Stadt wieder aufzubauen. Und auch für unsere Werkzeuge. Eine Stadt aus Glas? Als wenn die Werkzeuge viel aushalten würden. Und wir dürfen nicht gehen, weil eure Göttin das gesagt hat? Aber wie? Sie ist doch nicht hier, oder? Sie spricht zu uns, so wie ich mit euch kommuniziere. Über eure Gedanken. Und die göttliche Padona wandelt wieder auf Dere und unsere Schöpferin gibt uns die Befehle. Ihr solltet eure Entscheidung langsam treffen. Ich hätte da aber noch eine Frage. Die da wäre? Ometeon. Wir haben ihn sterben sehen. Mehrmals. Wieso? Das ist seine Strafe. Er wird auf ewig dazu verdammt sein, seinen Tod immer wieder zu durchleben. Aber nun haben wir genug Zeit verschwendet. Moment. Also, wenn wir uns dazu entschließen würden, uns euch anzuschließen, würde uns nichts passieren? Und wie sieht es mit Hocharbeiten aus? Nein, ihr werdet Sklaven bleiben, aber wir werden euch in diesem Kampf verschonen. Danach werdet ihr in die Hallen des Feuers gebracht. Also, eure Entscheidung. Werdet ihr euch ergeben? Ja oder nein? Niemals! Nein! Nein! Nö! Definitiv nein! 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 Nun waren alle Augen auf Estelle gerichtet, der als einziger mit seiner Entscheidung zögerte. Und zum Entsetzen seiner Gefährten legte der junge Mittelländer seinen Dolch auf den Boden. Gute Entscheidung, mein Junge. Komm zu mir. Aber Estelle... Euer Wort ist gefallen. Also tötet sie. Estelle war mit leicht gesenktem Haupt an die Seite der Zauberweberin getreten. Nun stürmten die Wächter und die Nachtalben auf die Helden zu. Doch ehe die Zauberweberin verstand, wie ihr geschah, hatte Estelle schon seinen zweiten versteckten Langdolch mit einem Ruck gezogen und ihn ihr in die Seite gerammt. Wutverzerrt starrte sie den Jungen an, auf dessen Lippen nun ein freudloses Lächeln lag. Für Saphiria. Der Kampf verlangte ihnen alles ab.
Seti stand ganz alleine einem der Wächter gegenüber, während Samantha und Afflife gleich mehreren Gegnern die Stirn boten. Estelle versetzte der Nachtalbe, nachdem diese drei Geisterwölfe beschworen hatte, die von Abduts Dämonenkatze bekämpft wurden, einen weiteren Hieb, bevor sie sich in Nebel auflöste und floh. Die Gegner fochten unbarmherzig, feuerten einen Zauber nach dem anderen ab. Bolzen surrten durch die Luft. Nacheinander gingen die Gegner zu Boden, so auch der Wächter, den Seti alleine niedergestreckt hatte. Doch auch Irina, Abdul und Estelle sanken im Laufe des Kampfes bewusstlos zu Boden. Samantha und die anderen fochten nur noch verbissener, bis sie auch den letzten Gegner besiegt hatten. Schnell luden sie sich ihre bewusstlosen Gefährten auf die Schultern, eilten auf die Eissegler zu, um möglichst viele Meilen zwischen sich und den verfluchten Himmelsturm zu bringen. Fünf Tage waren wir mit dem Eissegler unterwegs, bevor wir wieder bei der Seeadler ankamen. Wir waren erschöpft. Der Himmelssturm hatte uns alles abverlangt. Doch waren wir auch froh, ihm endlich entkommen zu sein. Ruhe ließ mir die Geschehnisse aber auch nach Tagen noch nicht. So viele Rätsel hatte dieser Turm aufgeworfen. Alles ist wie ein großes Puzzle, zu dessen Lösung uns noch einige Teile fehlen. Doch unsere Reise würde uns noch weitere Erkenntnisse bringen. Ebenso, wie sie weitere Fragen aufwerfen würde.